Und es gab damals einen dämonischen grünen Priester, der... Oder eine einfache Methode, an diese Bücher zu kommen, ist, wenn Sie beispielsweise Krishna... Bücher herunterladen, in die Suchmaschine eingeben. Diese gigantische Form von Gott atmet ganze Universen ein und aus. In einem Atemzug atmet diese Form Mahavishnu unzählige Universen aus und auch wieder ein. Und ein Atemzug dauert etwa 311 Billionen Jahre. Das ist zumindest die Lebensdauer unseres Universums, in dem wir uns jetzt derzeit befinden. Diese Universen dringen auch aus den Poren und aus der Nase und dem Mund und den Ohren, Körperöffnungen Mahavishnus aus. Es sind also unzählige Universen, die existieren. Wir sind nur in einem der unzähligen Universen, die existieren, die ein- und ausgeatmet werden. Das heißt, es gibt eine zyklische Kreation, Erhaltung und Vernichtung von Universen. Und das dauert sehr, sehr lange Zeiträume. Die vedischen Schriften sagen, es gibt Menschen schon seit vielen hunderten Millionen Jahren auf diesem Planeten. Es gibt auch archäologische Funde, die das bestätigen. Der älteste archäologische, beziehungsweise der Fund, der die älteste Datierung bekommen hat in der wissenschaftlichen Literatur, den ich selbst gefunden hatte, sagt, dass in einer Erdschicht, die 2,3 Milliarden Jahre alt ist, ein menschliches Artefakt gefunden wurde. Man kann sich natürlich hier mit den Geophysikern über die Datierung streiten. Das kann ich jetzt nicht hier im Detail auseinandernehmen, Datierungen, aber 2,3 Milliarden Jahre, das ist doch ein Eckdatum, das einen gewissen Eindruck gibt von dem, was die Naturwissenschaft schon hervorgebracht hat. Und im Vergleich zu den Aussagen der vedischen Schriften sieht man hier eine Übereinstimmung. Interessanterweise werden in den vedischen Schriften verbal gesteuerte Waffen beschrieben, Mantra-Waffen, verbal gesteuert, das kennen wir auch von Kampfjet-Piloten heutzutage, die geben manchmal ihren Befehl über das Mikrofon einfach ein, zum Abschuss einer Waffe und so weiter und so fort. Gut, das ist jetzt ein etwas hinkender Vergleich, aber die vedischen Schriften, was ich allgemein sagen will, sind sehr wissenschaftlich und es gibt immer mehr Erkenntnisse, die sich dem, was in den vedischen Schriften steht, weiter und weiter nähern. Die vedischen Schriften sprechen von Antigravitationsflugkörpern. Das ist auch etwas, was in der Physik noch vor Jahrzehnten verschrien war, mittlerweile aber nicht mehr, weil es einzelne Experimente gegeben hat, die Antigravitationseffekte nachweisen konnten. Vor vielen Jahren ist mal ein russischer Physiker aus einer skandinavischen Universität entlassen worden, weil er festgestellt hat, dass durch gekühlte rotierende Halbleiter ein Antigravitationseffekt von 2% entsteht, was, wenn man es richtig nutzt, zum Fliegen ausreicht. Diese Zeiten sind vorbei, weil Antigravitationseffekte immer mehr festgestellt wurden. Die vedischen Schriften sprechen auch von Teleportation. Das ist ebenfalls schon Stand der Wissenschaft seit circa 10 Jahren. Sie können in wissenschaftlichen Fachjournal nachlesen, dass man monoatomisches Gold teleportieren kann und so weiter und so fort. Unsere Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter stammen aus der Sanskrit-Sprache, unsere Ziffern.